Das Abendbrot, Kapitän. Zwei Portionen. Ich muss mich entschuldigen, Fräulein Eva. Wie konnte ich annehmen, dass mein Kapitän, mein Vorbild, mit einem so jungen Mädchen... Entschuldige auch du. Geschenkt. Der Kapitän hat in diesen Dingen ganz feste Ansichten. Junge, sagt er immer. Junge, wenn du in mein Alter kommst, hebe den Blick nicht auf zu den jungen Mädchen. Diesen Knalleffekten der Natur. Du denkst, sagt er immer, du holst dir den Frühling in dein herbstliches Leben. Aber es ist nicht der Frühling. Es ist der Föhn mit Lawinengefahr. Es ist angerichtet. Den Deibel sie entschied, sowas geht aufs Gemüt. Da verliere sogar ich den Humor. Da spielt er den Prüden, da spielt er den Müden und dann haut er mich übers Ohr. Warum hab ich ihm nicht den Hintern versohlt, wenn er auch der Käpt'n ist? Ja, früher, da wurde noch Kiel geholt, wer die Freundin vom Bootsmann geküsst. Ja, der Alte hat's faustig hinter den Ohren. Wenn du noch mal der Alte zum Kapitän sagst, hau ich dir einen Satz Ohren ab. Der Kapitän verjüngt sich zusehends. Und darum gehst du jetzt und holst ihm zwei Gläser und eine Flasche vom süßesten Süßwein. Er verträgt doch das Zeug nicht. Genau. Wie kommen Sie aufs Schiff? Julio? Was willst du hier? Jetzt hast du alles verfuscht. Sie haben Papiere. Natürlich. Nur nicht solche, die hier gebraucht werden. Der Kapitän wird dich einsperren. Bei Wasser und Brot? Nein. Bei Kaffee und Kuchen. Marie-Louise, habe ich dich unbedacht ermuntert zu diesem Wahnsinnsschritt. Ach wo. Du hast mir nur den Schlüssel zu deiner Landwohnung angeboten. Nicht zu deiner Kajüte. Das ist richtig. Aber ich bin trotzdem gekommen, weil du gar nicht so ausgekocht bist, wie du glaubst. Dieser sogenannte Gast der Reederei, diese Person. Was weißt du davon? Sie hat es auf dich abgesehen. Süße, kleine, dumme, eifersüchtige Marie-Louise. Eine Frau fühlt das. So, so. Eine Frau fühlt das. Im Augenblick verführt sie den Kapitän. Den Kapitän? Oh, gut. Ich finde das tragisch. Weil er mein Freund ist. Mhm. Weil er nicht so trainiert ist. Weil er so sensibel ist. Weil er davon einen Knacks bekommen kann fürs ganze Leben. Bist du sicher? Ich muss hin. Ich komme mit. Du störst. Genau. Bootsmann, nehmen Sie mich fest. Bringen Sie mich sofort zum Kapitän. Gehen wir? Ja.